So, unsere Sue baut mal hier so ein Korps, wie heißt das, Korps Grinder, Korps Furnace. Da, wo wir Leichen verbrennen können, weil auf irgendwelche Wölfe etc. habe ich echt keine Lust. Wir hatten jetzt einmal Glück. Wahrscheinlich auch dadurch, dass ich geladen habe. Und Iron Plates haben wir ja. Juhu! Solange das Windrad sich dreht, sollte man das ausnutzen. So, der Corpse Furnace ist fertig. Es ist dunkel, aber wir gucken uns den trotzdem mal an. Jo, hier kommen die Leichen, die, ne, drauf. Was erblicken meine trüben Äuglein? Die haben sich nicht angekündigt, die Lappen. Ich könnte jetzt natürlich warten. Nicht, ne? Hallo. Ist mein Backpack. Macht keinen Sinn. Gut, von den Pole Arms kann ich halt nicht viel. Die scheinen da zu kampieren. Und Sue ist natürlich jetzt absolut voll, ne? Overloaded. Okay, machen wir es mal anders. Schneller. Gleich sind sie weg. So, Scratch muss ich mal gucken. Das Scratch hält die jetzt ein bisschen hin. Okay, und ist schon wieder an der Arbeit. Ich nehme ihm das jetzt mal ausnahmsweise nicht übel. Hallo, ich brauche 10 Bücher. Und den Hemd würde ich auch nehmen. Du hast ja gleich gar kein Geld mehr. Ich habe dich leer gekauft. So, Hemp haben wir. Iron Plates und Iron Plates. Ja, das sind meine, würde ich sagen, ne? So, das schickt.
Danke. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr doch bitte in meinen Laden kommen. Der ist voll mit dem Zeug, das ihr sowieso schon habt. So, jetzt wird Tech Level 3 erforscht. Das ist nice. Scratch, kannst du noch was? Du kannst nichts, ne? 63 schon wieder. Logan. Einfach kein Mensch. Ich weiß, dass ihr gleich pleite seid, aber das interessiert mich mal gar nicht. Lauf, Logan! Haben die jetzt da eine Pause gemacht, weil es so spät war und laufen jetzt nur 3 Meter weiter und sagen dann, hallo, hier bin ich? Das könnte sein. Oder die drehen um, das wäre jetzt blöd, weil die kann ich nicht einholen, so langsam wie der Logan ist. Also noch 4000. Schön mit dir Geschäfte gemacht zu haben. Armer Knilch. Ja, also wenn man sich anscheinend, wenn man sich auf irgendwas beschränkt, also wie ich jetzt, ich treibe ja die Eisenproduktion hart voran und wenn man sich auf so einen Zweig einschießt, dann kann das schon mitunter sehr lukrativ sein. So, du bist, sehe ich nicht. Hier. Na, das dauert noch. Das kannst du machen, wenn du fertig bist. Ihr könnt auch rankommen. Wie gesagt, ich habe den Counter hier, aber ich glaube, ihr seid so arm. Geht mal arbeiten. So, jetzt gemacht. Schon haben wir wieder 20 Building Materials. Ey, was macht ihr hier? Könnt ihr nicht bleiben? Müsst ihr Steuern zahlen. Irgendwann kommt der Tag, da befreie ich mich von diesem Joch. Auch wenn es die Holy Nation ist. Irgendwann zahle ich nicht mehr. Ich freue mich. Wie? Ich habe bei Banditen kein Ansehen, das ist ja scheiße. Ich habe Kupfer gefunden. Ja, holy shit. Ich könnte mal Kupfer ranholen, oder? Machen wir. Für alle Fälle. You never know. Ja, gleich ist soweit.
Diesmal war die Ernte ein bisschen ergiebiger, aber nichtsdestotrotz werde ich nur einmal Mehl rauskriegen, denke ich. Ja, als MT, dann nimm dir mal das Ding. Oh, nur du. Genau. Ich glaube, im Ofen musst du gar nicht dabei sein. Und das kannst du auch mal reinpacken. Hast du noch Hemp in der Tasche? Und jetzt machst du mal. Hier dein Waffenschmied-Gedöns. Die sind immer noch da. Hier waren gerade Banditen, aber die sind vorbeigelaufen. Wäre interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn sie hier reingelaufen wären. Das ist eigentlich nice, wenn ich hier. Wie, der Tax-Collector war doch erst da. Nicht, dass ich kein Geld habe, aber. Wenn ich hier noch so ein L-Gebäude hinsetzen kann, aber so. Und dazwischen ein Tor mache. Und dann hier Armbrüste hin, hier Armbrüste und hier vor allen Dingen oben und hier auch oben. Dass sie in den Eingangsbereich schießen können, das wäre richtig gut. Muss ich nochmal schauen, aber so weit sind wir noch lange nicht. So, ist auch wieder ein bisschen Platz. Die sind ja sowieso arm. Und du hast hier deine 5, ne? Nee, komm erstmal weg. Bring die erstmal weg. Dann bräuchte ich, vielleicht mache ich aus dem hier ein richtig schönes Lagerhaus. Die Kiste werde ich kurz oder lang abreißen. Dann wird das nur ein Bettenhaus. Das erste, sage ich einfach mal. Dann könnte man auch, zumindest ist es ja in anderen Städten so, dass man, oder war so, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, dass man Häuser kaufen kann. Oder mieten. Wäre auch so eine Sache. Zack, weiter. Kopper, Kopper. Ich guck gleich nochmal, ob die neue Waren haben. Dürfen sie ja nicht, aber. Es ist ja nicht alles immer logisch. Let's trade. Woher hat er die 12.000 bekommen? Cheater. Hat er sich doch echt. Er cheatet. Das reicht. Wir bleiben bei 10.000. Der Taxpayer ist ja unterwegs. So, wir können wieder was. Heavy Weapons, das gibt uns noch mal was anderes. 6 wollen die haben dafür. Ich gehe mal mit den besseren Trainings-Dummies hier. Ah, okay, Ingenieurwesen. Warum, wie auch immer. Okay, dann baue ich jetzt erstmal die Bench, die nächste. Ah, wie komme ich an Fabrics ran? Da steht Hemp-Based Fabrics. Ich dachte, das ist sowieso. So. So ein Driss.
mal hier rein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wie kann man so doof sein wie ich? Aber Baumwolle haben wir halt auch nicht, ne? Noch nicht. Yeah,